Ruhpolding im Südosten Bayerns. Weltweiten Ruf hat die Gemeinde nicht nur durch den Tourismus, sondern auch durch den Biathlonsport. Die deutsche Biathletin Franziska Hildebrand hat sich hier auf die Weltmeisterschaften von Oslo vorbereitet. Auf jeden Fall zielstrebig bin ich, beharrlich, lernbereit, entwicklungsbereit. Also ich möchte mich weiterentwickeln, ehrgeizig. Ich habe immer das Gefühl, dass ich noch nicht an meine Leistungsgrenze gestoßen bin. Dass es immer noch so Kleinigkeiten gibt, die man verbessern kann. Lauftechnik, Schießtechnik. Und da möchte ich eben versuchen, dass ich da noch an so einen Zustand rankomme, der da noch, ja, der so ein bisschen an den Perfektionismus grenzt. Ich strebe immer so ein bisschen danach, das perfekte Rennen zu machen. Und das aber nicht nur einmal zu schaffen, sondern das in einer möglichst hohen Abfolge zu können. Franziska Hildebrand ist nicht nur eine großartige Sportlerin, sondern auch eine ernsthafte Studentin. Nach ihrem Fernstudium, Personales Management, geht es nun weiter mit dem Masterabschluss in Wirtschaftspsychologie in Erding. Bei Universiaden und Weltmeisterschaften war sie bereits erfolgreich. In diesem Winter folgte dann auch der erste Weltcupsieg in Hochfilzen. Dieser Triumph hatte sich nach vielen Jahren förmlich angekündigt. Tolles Gefühl. Sonst stand ich mal daneben und habe so mit dem Auge mal so darüber geschielt und gedacht, oh Franzi, da willst du auch irgendwann mal stehen, mal in der Mitte stehen. Und dann ganz plötzlich stand ich selber dort und rechts und links eben die anderen tollen Athleten. Und an dem Tag habe ich sie echt alle mal geschlagen und habe mir gedacht, ja, nach so viel harter Arbeit und so vielen Jahren, wo man sich immer so ein bisschen weiterentwickelt und nach mühevoller Kleinarbeit hat es dann endlich geklappt. Im Jahr 2009 war sie von Oberhof nach Ruhpolding gezogen, um dort am Olympiastützpunkt zu trainieren. In ihrer Wahlheimat folgte dann im Januar auch der zweite Weltcupsieg. In diesem Winter läuft es einfach rund bei der 28-Jährigen. Das Erfolgsrezept ist ganz simpel. Dass ich noch viel selbstbewusster bin als in den Jahren zuvor, weil ich jetzt irgendwie auch das Gefühl habe, okay, ich kann vorne mitlaufen, ich kann auch die Laufgeschwindigkeiten mitbestimmen. Und gerade in einem Sprint, wenn das Schießergebnis passt, wenn ich dort mit 2x0 am Stand durchkomme, dann kann ich mittlerweile immer ganz vorne reinlaufen. Und dieses Gefühl gibt einem irgendwo so, oder dieses Gefühl gibt mir Sicherheit. In der Saison 2010-2011 feierte sie den Gesamtsieg im IBU Cup. Zwei Jahre später wurde sie zum Rookie des Jahres gewählt. Von Jahr zu Jahr wuchs das Selbstvertrauen. Und der Cheftrainer ist fest davon überzeugt, dass da noch Luft nach oben ist. Manchmal wünschte ich mir ein bisschen mehr Frechheit noch am Schießstand, beim Ausschöpfen ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten, die sie im Schießen hatte. Da könnte sie vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr den Killer raushängen. Und im Laufbereich, also sie ist eh so fokussiert und so belastbar oder nimmt so leidensfähig, dass sie auch in der nächsten Zeit versuchen wird, sich immer weiter zu entwickeln im Laufbereich, um dann diese Ergebnisse auch in den nächsten Jahren zu wiederholen und zu stabilisieren. Als Franziska Hildebrand noch internationales Management an der Hochschule Ansbach studierte, gab es bei einem Universiade-Debüt gleich die Bronzemedaille im Einzelrennen. Nach einer etwas schwierigeren Zeit ging es da dann eigentlich wieder so richtig bergauf für mich und den Biathlonsport. Das Studium hat ja in dem Moment auch, also es hat mich nicht gestört. Es hat mich eher immer noch ein bisschen beflügelt. 2011 in Erzurum folgte die zweite Medaille bei einer Universiade, eine Art Boost für den weiteren Karriereverlauf. Das war irgendwie so ein schöner Wettkampf. Ich habe an dem Tag 4x0 geschossen in einem Einzel. Und es hat dann am Ende zur Silbermedaille gereicht. Und dann habe ich gedacht, ja, yeah, jetzt habe ich wieder so eine Universiade-Medaille gewonnen und war da unheimlich stolz auf mich. Im gleichen Jahr folgte das WM-Debüt in Östersund und da lief Franziska Hildebrand in die Top 10. Von Saison zu Saison kam sie der Weltelite immer näher. Nichts wurde ihr geschenkt, Hildebrand musste sich alles hart erarbeiten und ist heute irgendwie auch ein kleines Vorbild. Das Team hat sich gewandelt. Wir hatten gute Athleten, die sind jetzt mittlerweile im
Ruhestand. Und wir haben aber jetzt auch wieder ganz, ganz tolle Athleten. Also, dass da auch wieder was nachgekommen ist. Und dass jetzt ich eben auch als die schon etwas reifere in der Lage bin, jetzt auch Weltcup-Siege zu erringen. Und da ist es, glaube ich, dass wir eben als Team auch wirklich so gereift sind. Dass eben auch diese Umbruchssituation im Endeffekt dann doch gut überstanden wurde. Im vergangenen Winter bei der WM in Kontiolahti, die gewann sie die Goldmedaille mit der deutschen Staffel. Die gute Form hält aktuell weiter an. Bei den Überseerennen in Kanada gab es in diesem Winter einen Sieg mit der Mixed-Staffel. Und jetzt geht es auf zur WM nach Oslo. Gerade auch jetzt mit den gezeigten Leistungen weiß ich, dass ich auch in Oslo ganz, ganz vorne mit ankommen kann. Wenn dort alles zusammenpasst, also ich mag die Strecke dort. Franziska Hildebrand ist bereit für weitere Medaillen. Ob das klappt, erleben Sie live hier bei Eurosport. University Championships. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.